Hallo ihr Lieben, ich bin heute hier vom Kanal Holly Jean Harlow und zwar auf Parkstraße und Schlossallee und ich habe euch drei Outfits mitgebracht. Ich möchte euch heute drei Outfits zeigen und zwar sind die alle unterschiedlicher Preiskategorien, könnte man sagen. Ein sehr teures Outfit, ein mittleres Outfit und ein sehr günstiges Outfit. Und ich möchte, dass ihr gerne mal versucht zu erraten, welches das teuerste ist und welches das mittlere ist und welches das günstige ist. Schaut euch alle drei an und dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis. Und dann würde ich sagen, los geht's! Well, I didn't know anything till I was told everything about you. And though I tried to hide, my smile gets wider every day. But now I can't deny the white of your eyes that got me feeling the strain of how I couldn't speak every time I heard your name. And it was like staring at the sun. Every time I tried to take you home. I know you think it's funny, I still find it kinda strange. But that you said you'd always felt the same. When our lady gave her heart away in the hope that I'd keep it safe. But I didn't know. Whoa, whoa, whoa. La da da um, ba da da dum, skip the dum, ba bum, ba da da. And at the time, those flashing lights meant I couldn't see clearly. Your eyes were locked on mine, meant I couldn't steal away. And I can't deny those words implied it was never gonna be the same. But I still melt inside every time you say my name. And it was like staring at the sun. Whoa, 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 whoa. Every time I tried to take you home. I know you think it's funny, I still find it kinda strange. But that you said you'd always. Sachen, aus denen die Outfits bestehen sind, findet ihr natürlich in der Infobox. Und ich bin jetzt mal ziemlich gespannt, was ihr dachtet, was das teuerste ist. Und das hier ist das teuerste Outfit. Einfach Jeans. Ich finde, es sieht trotzdem ziemlich casual aus. Also ich mag es schon sehr, sehr gerne. Das teuerste an dem ganzen Outfit ist, glaube ich, die Bluse. Das ist das mittlere Outfit und auch etwas, was ich durchaus total gerne trage. Jetzt natürlich, wo es wieder ein bisschen kühler wird, ein bisschen schwierig mit den Shorts, muss man vielleicht eine Strumpfhose noch drunter ziehen. Aber würde ich auch auf jeden Fall so anziehen. Und als letztes das günstigste Outfit. Das ist mit Abstand mein Favorit. Also es ist auch so, ich glaube, wer mich öfter sieht auf meinem Kanal oder so, weiß, ich liebe diese Lace-Shorts. Also ich kann euch mal versuchen, so viele Sachen wie möglich irgendwie in der Infobox zu verlinken. Die Lace-Shorts finde ich mit Sicherheit. Also wie ihr seht, es muss nicht immer das Teuerste vom Teuersten sein. Ihr könnt auch super aussehen mit super günstigen Klamotten. Und wie gesagt, also das ist jetzt so das, wofür ich mich persönlich entscheiden würde. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch die Outfits gefallen haben, was euer Favorit ist. Und ich bin natürlich auch gespannt, was ihr so geraten habt, was so das Teuerste davon sein könnte. Hier unten kann ich euch jetzt nochmal zwei weitere Videos verlinken. Und zwar einmal das von Raffaela. Die hat ein Nageldesign gemacht, was ziemlich cool ist. Und dann noch von Patty das andere Video. Das ist ein Haartutorial. Und wenn ihr da Lust habt, vorbeizuschauen, könnt ihr das natürlich gerne tun. Natürlich würden wir uns auch alle freuen, wenn ihr den Kanal hier abonniert und bei uns bleibt. Und wir versuchen, so viele tolle Projekte wie möglich für euch auf die Beine zu stellen und hoffen natürlich, dass es euch gefällt. Und außerdem habt ihr auch noch ein paar Stunden Zeit, um bei der Back-to-School-Aktion mitzumachen. Die läuft nämlich jetzt noch heute, glaube ich. Und da könnt ihr eine super coole so Schultasche, aber so eine Vintage-Schultasche gewinnen, also in hellblau, super, super cool. Und wenn ihr da noch Lust drauf habt, könnt ihr da jetzt noch mitmachen. Und ich drücke euch natürlich ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye!